euch wiederzusehen. Hallo und herzlich willkommen zum Things You Stay. Ja. Also. Lieber ein Quester, aber ich wollte ja die Dingens weitermachen. Die Solo-Abenteuer. Hatte ich noch eine Herausforderung? Nee, oder? Nee, die haben wir fertig gemacht. Genau. Das war ja letzte Woche. Max Ramos haben wir ja komplett fertig. Das hat das zwar nicht gesehen, aber das habe ich schon fertig. Und jetzt kaufen wir uns den nächsten. 700 Gold. Aber man braucht ungefähr 2 Wochen, wenn man die ganzen Quests macht, um die nächste Reihe freizuspielen. Das ist jetzt die dritte Reihe. Schön. Eins, zwei, drei, fünf Stück gibt es. Dann schauen wir mal. Schlechter des Ragnaros. Was führt euch in die Schwarzfelsspitze? Das weiß ich selber noch nicht. Das sind meine 4, mit denen ich zum Schluss gespielt habe. Mit dem Hex habe ich am meisten gewonnen. Deswegen werde ich auch mit denen jetzt spielen. Vielleicht habe ich damit ja auch Glück. Gul'dan gegen Hochlord Amok. Ich euch zerquetsche. Okay, lieber machen wir es. Wird mir gehören. Die sind zu hoch, mit denen kann ich sowieso noch nichts anfangen. Okay, die sind auch noch so hoch. Was hat der für eine Fähigkeit? Vernichtet einzubringen. Oder totauen. Schwere Entscheidung. Auf in die Schlacht, Mann! Ich grüße euch. Ich hauen! Muss das sein? Warum seid ihr noch hier? Ragnaros ist tot. Ihr solltet mit euren Freunden irgendwo feiern gehen. Genau. Hey, der. Das kann doch nicht wahr sein. Hört ihr seinen Ruf? Hört gut hin! Mensch. Zu früh. Ich bin verwirrt. Hier oben gibt es keine Ragnarosse. Eure Quest ist abgeschlossen. Geht nach Hause. Warum will er, dass ich nach Hause gehe? Nee, nee, nee. 2 weniger, aber nicht weniger als 1. Hey. Die dann kosten 2 weniger, aber nicht weniger als 1. Ah. Schreib mich nicht so an! Ach so. Es ist mal wieder ein bisschen am Leggen. Zeit zum Hauen! War das schon der letzte? Wie soll ich den denn Mensch. Mensch. Das kann doch nicht sein. Wir dürfen nur mal verletzen. Vernichtet einen zufälligen Verletzten, die noch ist. Ich bin bereit. Aber ich nicht.
Seid ihr mein Meister? Einer nach dem anderen. Ich hoffe, wir werden. Zurück an die Arbeit! Das hat gerade mal gereicht, um seine ganzen Dingen zu zerstören, seine Schilder. Ja, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch gewinne. Okay, die Runde hat ein bisschen länger gedauert. Aber wir sind weiter. Seid ihr falsch abgebogen? Die Schaltfläche zurück befindet sich unten auf eurem Bildschirm. Warum will er, dass ich nach Hause gehe oder zurückgehe? Was hat der für eine Fähigkeit? General Drakisat! Was treibt ihr denn hier? Eure Seele wird mir gehören! Oh. Beschäftigen. Wollt ihr mir bei der Vernichtung der Sterblichen alle Karten dieser Welt ein sein? Spieler könnte nicht mehr als einmal Kristall nehmen. Ich träume und die Welt erzittert. Das wird ja jetzt mal auch voll interessant. Alles kostet eins. Gibt es Ärger? Ich werde euch ewige Ruhe bringen. Auf jeden Fall ein Schild bei Lord Nefarius. Ich dachte, der hier hat sich für uns um Ragnaros gekümmert. Hey. Ja, Drakisat. Abenteurer, ihr seid noch immer auf der falschen Seite des Berges. Ich werde euch ewige Ruhe bringen. Was ist das? Ein paar gewertete Spiele. Ja, oh, Modus scheint euch nicht so zu lieben. Kostet er normalerweise 0. Jetzt kostet er 1. Ach, dann ist die Karte ja jetzt auch voll sinnlos. Fünf oder neun.
Nö, brauche ich nicht. Muss das sein? Ich glaube, die kann ich auch vergessen. Bei der Macht von Ragnaros! Ich habe die Kraft! Ja, die ich kann ich vergessen. Ich werde die Schwarzfeldspitze verteidigen! Hey! Dem wäre es eigentlich nur gut, die ganzen hohen Karten, die Dealer rauszuhauen. Dann schmeißen wir schnell gleich den Decks zusammen. Weil ich denke mal, das werde ich jetzt hier sowieso verlieren. Ich bringe Leben. Vernichtet ein Diener erhält 10 Rüstung. Das ist ja auch witzig hier. Da kommt nichts raus, wa? Oder ist er schon wieder abgestürzt? Ne, kommt nichts raus. Na gut. Da kann ich auch gar nicht meine Helfigkeit benutzen. Dann gehen wir mal zurück zu meiner Sammlung. Sammlung. Hallo. Ach Mensch, ist schon wieder Internet weg. Na, jetzt. Die Sammlung. Ist ja eigentlich egal, was für einen Charakter ich nehme. Ich nehme die Paladin-Frau. Eigenes Deck wählen. Gehen wir nach ganz hinten. Nehmen wir einfach alle, die am meisten kosten. Ich kann mal beim Paladin nachschauen, der hat ja auch. Den hier. Nee. Also ich brauche keine Karte entziehen. Weil ich kann sowieso nur eine einzige Karte immer loswerden. Das ist also ein bisschen sinnlos, wenn ich jetzt so. Mehrere Karten haben. Nochmal nach vorne so ein Paladin gucken. Die kann ich noch mitnehmen. Ziehe eine Karte, verdoppelt den Angriff eines Dieners. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, die brauche ich auch nicht, brauche ich nicht. Und die ist so fertig, zurück. Und Solo spielen. Zwei Kippe sind da noch offen. Der eine wird jetzt mit der Paladinin gemacht. Oder wie auch immer. Und dann werden wir den jetzt sowas von abziehen. Gegen General Drakisat! Was treibt ihr denn hier? Mein Hammer brennt mit heiligem Feuer! Bestätigen. Den behalte ich erstmal. Wollt ihr mir bei der Vernichtung der Sterblichen dieser Welt behilflich sein? Hallo.
Warum? Warum nur? Ich fand euch doch ganz nett. Erzittert vor der Macht Sturmwind. Lord Nefarius, ich dachte, der hier hat sich für uns um Ragnaros gekümmert. Ja, Drakisat. Abenteurer, ihr seid noch immer auf der falschen Seite des Berges. Spielt lieber ein paar gefährliche Spiele. Der Abenteuermodus scheint euch nicht so zu liegen. Abenteuermodus. Hier. Ein Traum. Vielleicht macht er da jetzt zweimal noch einen Schaden. Ein Traum. Okay. Beginn. Brennt. Gut. Hallo? Schnell die Runde jetzt geht. Wenn man einmal weiß, wie der Gegner geht, dann gehe ich da schnell. Aber ich kacke jetzt nicht mein Internet ab. So, so, so. Ich denke mal, er hat verloren. Und kaputt. Okay, wie lange hat der Kampf jetzt gedauert? 2 Minuten? Weiß es. Langsam geht ihr mir auf die Nerven. Hallo? Wie redet der mit uns? Kehrt um, sterbliches Wesen. Ihr fordert Mächte heraus, die ihr nicht versteht. So, jetzt nehmen wir wieder den Hexer. Heiße Lava auf! Lade legendäre Gäste ein. Gul'dan gegen Rent Schwarzfaust! Wir sind die wahre Horde! Eure Seele wird mir gehören! Was hat der da? Was hat der da? Fähigkeit rufen. 3 Welblinge, 1-1 herbei. Haltet einmal. Dass ihr etwas falsch macht. Okay. Ich war gleich gespannt, wer das benutzt, was er danach kriegt. Öffnet die Tore! Rufe. Ein Dreckling, 3-1 herbei. Und eine neue Helmfähigkeit. Ups, Diamant. Ja, der Tod ist nah. Konzentriert euch auf den Helden, ihr Narren. So. Ach, wir wechseln immer ab, die Fähigkeit. Ach nö, was soll ich denn jetzt machen? Den hier spielen. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Für 3, 4, 5, das passt. Da passt der ja super rein.
vernichtet einen Gegner. Können wir mal. Nein. Schreibt mich nicht so an! Was kommt da? Zusammen sind wir unaufhaltsam. Was ist das? Das geschieht. Hey. Ihr macht alles kaputt. Tötet den da hinten. Hilfe. Das kann doch nicht sein. Hört ihr seinen Ruf? Ups, ja, mein Kaputt. Was war's? Hört gut hin. Ihr wagt es, Todesschreckes Tochter herauszufordern. Ich denke mal, ich schmeiße den jetzt hier raus. Oder ich mach das. So. Ach Mensch. Ich dachte, ich hätte 10. Und da ist mein kaputt. So, eine Mist. So Leute, ich werde mal sagen, das war's für heute. Ich glaube, der nächste Kampf wird auch wieder ein bisschen länger dauern. Und, oder? Ach nee, komm, wir spielen den. Wir machen den Blatt mit dem Biester. Das muss jetzt klappen. Rennt, Schwarzfaust! Wir sind die wahre Horde! Das Licht wird den Sieg bringen. Ist mal schneller. Grüße. Ihr klettert den falschen Berg hinauf! Sogar dieser Ork versteht, dass ihr etwas falsch macht! Öffnet die Tore! Möge das Licht euch verbrennen! Ups, jemand kaputt! Gut gespielt! Tötet den da hinten! Gut gespielt! Er lacht ja nur, wenn ich mit dir drehen will. Konzentriert euch auf den Helden, ihr Narren! Wow! Er lacht ja nur. Okay. Schau mal, was kommt denn? Das ist von höchster Dringlichkeit. Lass mich in Ruhe! Naja. Ich hab keinen Traum. So. Ich würde mal sagen, das sieht jetzt bestimmt schon viel besser aus wie vorher. Hochheilen. Gott sei Dank. Ich dachte den anderen. Ich natürlich jetzt das so machen.
Okay, vernichtet ein mindestens 8. Ups, Diamant kaputt. Den greifen wir dann an, den greifen wir so an. Jetzt läuft es wie geschmiert. Ich träume, dass die Welt erzittert. Ist das schön, wenn es läuft? Nimmt einen mit Level 2. Ist jemand verletzt? Ja. Was, Rubine? Ich werde euch ewige Ruhe. Habe gewonnen. Können wir nochmal hier alles raushauen, was ich so habe. Das war ein Fehler. Und kaputt ist er. Also mit dem richtigen Charakter ist er eigentlich ganz leicht. Mit dem richtigen Charakter natürlich. Legt euch mit dem falschen Drachen an. Ja dann. So, ich würde sagen, wir öffnen noch die Truhe. Yeah. Priester und Druide, Herausforderungsklasse gekriegt. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen erst noch die hier fertig. Nächstes Mal. Machen dann. Ne, wir machen nächstes Mal die Herausforderung, weil ich brauche ja sowieso immer 2 Wochen, um das Geld zu kriegen. Also kommt nächste Woche die Herausforderung von den Druiden und den, was war das, Palat? Priester und Druide. Also das ist für nächste Woche unsere Aufgabe, die Herausforderung Druide und Priester zu fertigen und dann kommt danach die Woche die 4. Reihe. Das war ja, glaube ich, die 3. jetzt. Yep, das war die 3. Also dann wünsche ich euch bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.